In jungen Jahren war ich in San Francisco, habe versucht, mich da zu etablieren. Und da wollte ich Informatik und Kunst studieren, in der Tat. Warum male ich? Weil es schön ist, weil es mir gefällt. Mein Ziel ist es eben, so viel Licht wie möglich reinzubringen. Also ich versuche sehr gegenständlich zu malen, das ist mir wichtig. Und ich habe also in der frühen Jugend sehr intensiv gemalt, sehr viel. Also ich war immer mit Bleistift und Papier unterwegs. Die Krankheit hat mich über Monate lang hinweg einfach immer wieder lahmgelegt. Ich heiße Thomas und bei mir wurde eine Schizophrenie diagnostiziert. Und ich bin ein Teil dieser Gesellschaft.